Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 und dem Review. Wir sind übersichtlich hierfür. Und ja, es geht nächste Woche, der Sonnenwende der Helden. Meine Rüstung hier ist im Moment bei Majestätisch, muss Richtung Prachtvoll kommen. Das werde ich dann auch machen beim Warlock. Aber jetzt natürlich erstmal zum Anfang. Eigentlich gibt es ja diesen Trick, dass man dreifach Punkte sammeln kann, beziehungsweise dreifach Boost bekommt. Bei mir ist es schon ganz zeitaktiv, weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber man soll ja eigentlich erst einen Char komplett auf Majestätisch machen, dann zum nächsten Char wechseln, den auf Majestätisch machen, dann zum ersten Char zurückwechseln, den auf Prachtvoll machen, dann zum zweiten Char zurückkehren, diesen dann auf Prachtvoll machen und zum Schluss den dritten Char komplett durchleveln mit dreifach Boost. Mir ist das ganze Zeit schon aktiv, aber wie gesagt, so soll man es eigentlich machen, nochmal am Rande, muss man so. Und ja, wie gesagt, nimmt natürlich auch mal die Beutezüge mit, weil, wie gesagt, Eva Levandes Beutezüge sind zusätzlich nochmal 400 Glanzstaub oben drauf, ja, also hier die wöchentlichen Beutezüge immer mitnehmen, ganz wichtig, jetzt gibt es 200 Glanzstaub raus, immer fertig machen, wenn ihr drei Chars habt, gibt es nochmal 400 oben drauf, also halt bei Zavala gibt es Beutezüge mit Glanzstaub 200, bei Lord Shax und beim Vagabunden, plus halt die beiden hier, das sind halt eben direkt mal eben jeweils 1600 Glanzstaub pro Char, das kann sich schon sehen lassen, also auf jeden Fall lohnenswert, wenn ihr drei Chars habt, dann könnt ihr auf jeden Fall genug zusammenfarmen und eventuell das Glühen irgendwann zu kaufen. Wir werden jetzt auch erstmal gut schnell zum Test gehen und erstmal gucken, was Sache ist. Fangen wir mal anders an diese Woche, mal gucken, was Sache ist. So, das, was für Silber da ist, müsst ihr selber gucken, ob euch irgendwas gefällt oder nicht. Das müsst ihr halt selber entscheiden, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da haben wir sonst hier einmal glühende Hitze, hier einmal für 700 Glanzstaub die Geste hier. Ja, passte vor einer Woche, ein paar Tagen, was ja immer noch so heiß. Okay, dann haben wir hier einmal Strahlen einfangen. Hier Geste einmal für 3250, dann ist doch ganz schön teuer. Name, Hüter? Brauchst du etwas? Ja. Naja, geht so. Recht teuer eigentlich. Dann haben wir hier Flamingo-Projektion hier einmal für 1500 hier einmal. Ja, geht auch so. Dann haben wir hier einmal den Shader geölte Algen für 40 Glanzstoff pro Shader. Ein Shader kaufen, den Rest aus der Sammlung ziehen. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Passt schon. Sehr glänzend. Auch nur, wenn es einem gefällt, natürlich. Das hier die Eventausrüstung nicht vergessen. Ja, das Grün kostet halt 6000 Glanzstaub oder 1500 Silber. Die anderen Sachen sind natürlich auch noch hier alle da. Da müsst ihr euch nochmal durchklicken, ob euch da was gefällt oder nicht. Dann haben wir hier den eigentlichen Glanzstaub-Shop natürlich hier. Ja. Da haben wir hier einmal den Sparrow, den ich schon habe. Hier einmal Mikro Mini hier. Die finden ja ganz viele echt ganz lustig. Kostet 2500 Glanzstaub. Aber wie gesagt, wenn ihr Glanzstaub sparen möchtet, kauft euch die lustigen Sachen eher nicht. Rande der Welten hier Schiff einmal für 500 Glanzstaub. Sieht immer so aus, auch nichts Besonderes. Dann haben wir hier einmal Alberner Händedruck für 1250 Glanzstaub. Hatten wir letzte Woche auch schon. Nichts Besonderes. Dann hier Händegriff hier für 700 Glanzstaub. Ja, das kann man sich überlegen. Da haben wir hier einmal auf vergoldeten Schwingen hier einmal für 2500 Glanzstaub. Der war letzte Woche auch schon da. Auch nichts Neues. Dann haben wir hier einmal digitale Einsatz, Mieder, Multiwerkzeug, Waffenornamente sowieso. Bin ich der Meinung, immer kaufen. Sieht auch ganz nice aus. Kostet 1250 Glanzstaub. Dann hier einmal triumphale Projektion für 1500 Glanzstaub. Aber die kann man sich eigentlich auch schenken. Sieht auch noch nichts aus. Dann haben wir einmal Teleport-Effekt, Kriegssatellit, Ankunft für 450 Glanzstaub hier einmal. Dann einmal hier Sandburg-Effekte für 450 Glanzstaub. Ist auch nicht so ganz so besonders. Dann Beachball-Effekte für 450 Glanzstaub. Okay, dann hier den Shader hier einmal. Geschweißtes Messing, 40 Glanzstaub pro Shader. Sieht mal so aus. Ja, auch nicht so toll eigentlich. Eigentlich ist alles langweilig. Druckstellen, Rötung hier, 40 Glanzstaub pro Shader. Auch nicht so toll eigentlich. Dann hier einmal Vintage-Holz. Mit der Dunkelheit zu experimentieren. Okay, und zum Schluss hier einmal noch Granatapfelgloss. Das sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Das ist etwas Ritterliches irgendwie, das passt schon. Ja, eigentlich nur das Ornament zu empfehlen, den Rest müsst ihr selber wissen. Und ja, eher langweilig, das Everversum und Tess Sortiment. Eher recht langweilig, leider. So, dann wollte ich noch was sagen. Am 27. August, jetzt am Donnerstag, um 20 bis 22 Uhr kommt ein neuer Livestream von Bungie. Da wird wieder ein bisschen was erzählt von den neuen DLC im November. Da gibt es neue Infos, könnte man sich ja nochmal antun. Ne? So als Info kann man sich ja mal aufschreiben. Vielleicht dann lass dich reinziehen. So, dann gehen wir jetzt in die Übersicht, was denn diese Woche denn neu aktiv ist. Natürlich überall hier die Sachen auch erledigen, überall die Beutezüge mitnehmen. Es geht nichts über die Beutezüge, über Destiny 2, nicht vergessen. Beutezüge. So, Titan haben wir hier einmal das Kontaktevent hier vorne hier. Da landet ihr hier einfach. Und es gibt natürlich auch bei diesen
4 Planeten, wie gesagt, nicht vergessen, die wöchentlichen Beutezüge, jeweils 2 Stück, die geben euch auch einigermaßen Boost und ein extravagantes Engramm. Das sieht dann nämlich so aus, ich kann es mal kurz zeigen. Habe ich sie hier überhaupt drin? Ne, habe ich nicht drin, ups. Nicht so schlimm, ich kann euch auch mal eben kurz so einen Beutezug zeigen. Wo ist er denn jetzt hier? Das ist dieser hier. Datenpunkte, da gibt es einmal exklusives fokussiertes Umbrallengramm, fernes Element und EP. Sie lohnen sich auf jeden Fall. Immer wenn ihr auf so welchen Planeten unterwegs seid, dann immer definitiv diese Beutezüge mitnehmen und machen. Gut, ihr braucht jetzt nicht aktiv verfolgen, aber auf jeden Fall dann laufen lassen, wenn ihr da zum Beispiel das Kontaktevent macht. Das ist schon eigentlich recht wichtig. Also überall da, wo eine Pyramide über dem Planeten ist, dort könnt ihr diese beiden Beutezüge mitnehmen. Dann haben wir hier bei den Footstrikes hier einmal aktiv diese Woche halt hier Arkus versenken. Das heißt, ihr müsst halt zum Ende des Strikes, wenn ihr halt da die Spitzenausrüstung haben möchtet, ihr müsst dreimal laufen, dann müsst ihr halt Arkus versenken reinmachen. Das heißt, wenn ihr den Gegner legt, könnt ihr jetzt einfach hier so auf Arkus wechseln oder ihr rennt schon so mit Arkus durch, müsst ihr entscheiden. Aber ihr könnt auch zum Ende hin einfach so wechseln, das macht auch nichts, das zählt auch noch dann. Dann dreimal laufen dort, sonst die Modifiers im Moment jetzt Blackout und hier Grenadier, die beiden ändern sich immer um 19 Uhr des nächsten Tages. Dann haben wir hier einmal die Dämmerung, natürlich die Feuerprobe. Mann, verklickt. Nee, verklicken ist blöd. Sag ich, wie es ist. Das redet bloß direkt weg. So, Dämmerung, die Feuerprobe diese Woche aktiv ist. Eine Gartenwelt, okay. Kann man gut viele Kills machen. Dann hier natürlich, gucken wir uns mal 1050 an. Alles andere ist ja schon langweilig, glaube ich, ne? Lufthoheit hier aktiv, hier einmal dann Schemes Überladung, Schemes Barriere, dann Ausrüstung gesperrt, dann hier einmal passgenau und hier einmal Wurzelalgorithmus. Man kann natürlich auch hier das jetzt mittlerweile halt auch Spitzenreiter spielen auf 1100, aber ist wohl ein bisschen schwierig und sonst könnt ihr hier natürlich auch die anderen auch noch, also hier unten einmal auswählen, direkt Spitzenreiter reingehen. Die normale Dämmerung hier ist einmal diese Woche einzustellen mit 15 Schwerter übrigens, kriegt man dann auch bei Gesur. Fremdes Terrain, der Wilde der Tausenden und Brutfeste. Auch die sind aktiv hier natürlich, aber wie gesagt, einzustellen mit 5 der Schwerter. Dann haben wir hier natürlich Gambit. Dreimal laufen, egal was ihr lauft, Prime oder Gambit normal. Ich empfehle Gambit normal, weil Gambit Prime soll backen, was halt die Sphären angeht, wenn ihr die Rüstung farmen wollt. Dann auf jeden Fall hier Gambit normal. Dazu auch die Beute zu mitnehmen. Die Abrechnung haben wir natürlich auch noch. Stufe 1, 2 und 3. Empfehlung ist, um ab Stufe 2 zu spielen. Aktiv ist hier Arkus versenken und hier im Moment Schwergewicht. Das ändert sich auch um 19 Uhr nächsten Tages. Aber wie gesagt, immer nicht vergessen, die Beute zu mitnehmen. Schmelztiege diese Woche ist aktiv. Einmal hier oben Hexenkessel, oh, sehr gut, dann gehen die Beute schnell, Züge schnell fertig und dann hier einmal Durchbruch, ja, der Rest ist natürlich klar, sonst hier einmal Kontrolle spielen, 4-mal Spitzenausrüstung, Kernmatches oder sonst hier einmal der Rotationsmatches 4-mal spielen, gibt es mächtige Ausrüstung, der Rest ist gleich, dann hier einmal natürlich bei Spider in der Wirbruch auf und zu vorbei, schaue, nicht vergessen hier, er steht hier auch rum, Materialien tauschen, dann haben wir hier einmal träumende Stadt, natürlich blinder Quell spielen, Beutezüge erledigen und Assassin Herausforderung ist Woche 2, alles unten in der Beschreibung unter diesem Video als Link. Ja, auf das Video gibt es da eine alte Aufnahme von mir. Dann haben wir hier natürlich auf dem Mond. Lunas Ruf, hier einmal mächtige Ausrüstung. Dann hier einmal Albtraum schlechter, mächtige Ausrüstung. Hier natürlich Albtraumjagd, Stolz, Albtraumjagd, Knechtschaft und Albtraumjagd, Isolation. Natürlich auf 1080, um Spitzenausrüstung zu kriegen. Hier ist natürlich die Empfehlung auf Zytron, weil da kann man sich an das Tor stellen. Man kann es auch gut zu zweit laufen und dann kann man da einfach ganz gut durchrennen und sich dann da halt hinten verstecken. Man kann auch viel skippen. Dann hier einmal Lufthoheit aktiv, Schemes Überladung, Schemes Barriere, Abreibung. Dann einmal Ausrüstung gesperrt, dann einmal passgenau hier noch einmal Schemes Mob und zum Schluss hier Qual von Zytron, Leere und Luftschaden erhöht. Aber wie gesagt, lässt sich ganz gut spielen. Dann natürlich die Grube spielen, das Meisterwerk, Rüstung direkt und halt auch noch Spitzenausrüstung. Dann hier oben noch jenseits spielen, mächtige Ausrüstung, natürlich noch eine Gartenwelt spielen, gibt es Spitzenausrüstung. Natürlich, wie gesagt, Hardcap bis 1050 geht recht fix. Ab da nur noch mit Spitzenloot bis 1060. Das dauert ein bisschen länger, aber auf jeden Fall machbar und sollte man auch machen. Und ja, sonst gibt es noch Eskalationsprotokoll etc. etc. Das lest ihr aber dann bitte alles in der Beschreibung durch. Auf Ness natürlich noch die Menagie zu laufen. Natürlich nicht vergessen, ja, auch auf Heroisch. Auf Normal ist aktiv einmal hier Arkus versenken und Blackout und hier Grenadier. Die beiden Modifiers ändern sich auch wieder nächsten Tag um 19 Uhr. Dann haben wir hier einmal Erloschen bei Heroisch, der Grenadierknappheit und hier einmal Solar versenken. Da müsst ihr mit dem Team rein. Kann man natürlich auch noch gut farmen. Und sonst, glaube ich, habe ich hier alles jetzt gezeigt. Wenn nicht, guckt in die Beschreibung, wenn ich was vergessen habe. Sorry dafür. Aber wie gesagt, wenn ihr leveln wollt, auf jeden Fall die Rüstung noch machen. Bis prachtvoll, wie gesagt, ab prachtvoll könnt ihr die Rüstung halt auch nach dem Event weiterspielen. Also kein Problem. Aber es geht natürlich ganz schnell mit dreifach Boost, zumindest bei mir jetzt im Moment.
und sonst überall die Beutel zu mitnehmen, nicht vergessen. Ja, soll es dann auch gewesen sein. Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen. Und wie gesagt, Beschreibung gucken. Sonst bei meiner MMO gucken. Und sonst Donnerstag halt auch den Livestream gucken. Gibt nee, so gibt es nämlich schon neue Infos. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.